Moin miteinander. Silke hat mich gefragt, wie ich diesen Abflusstrick in einer Duschwanne mache, weil man die ja nicht abschließen kann. Und wie ich das mache oder versuche zu machen, klären wir heute in diesem Video. Und klick jetzt einmal hier oben auf das Infosymbol, wenn du sehen möchtest, wie du einen verstopften Abfluss frei bekommst. So, Silke hat den gleichen Abfluss wie wir zu Hause. Das ist einmal nur dieser Deckel, den man nicht abschließen kann. Und dann den offenen Abfluss. So, als erstes ziehen wir hier einmal das Innenleben raus. Und dann solltet ihr hier unten so ein Plastikteil sehen. Das müssen wir rausholen. Das könnt ihr eigentlich so ganz gut packen. Das ist so ein Stöpsel. Ich persönlich lasse den eigentlich draußen. Ich habe den beim ersten Mal entsorgt, weil ich den irgendwie... So, schnappt ihr einmal mit einer Spitzzange oder einer Wasserpumpenzange und zieht einmal hier diesen Stöpsel. Ganz ehrlich, ich habe keinen Unterschied gemerkt zwischen mit Stöpsel oder ohne Stöpsel. Deswegen habe ich diesen Stöpsel inzwischen komplett draußen gelassen. Und jetzt müssen wir hier einmal das Spülmittel reinkriegen. So, ich habe mir jetzt einen provisorischen Trichter gebaut und lasse damit sozusagen jetzt in das Loch hinein das Spülmittel reinlaufen. Das habe ich jetzt nur so als Beispiel jetzt genommen, weil ich will das jetzt grundsätzlich einmal ausprobieren, ob das auch so funktioniert. So, ich habe jetzt nicht ganz so viel Spülmittel genommen, ungefähr ein Viertel Flasche. Und jetzt mache ich das Ding hier einfach zu. Ich nehme jetzt hier den Deckel. Ihr könnt auch eine flache oder hier ein Schneidebrett, ein Kunststoffschneidebrett irgendwie drauflegen oder sowas in diese Richtung. Es geht jetzt nur darum, dass ich das Wasser ein bisschen zurückhalten will. So, ich lasse jetzt wirklich heißes Wasser reinlaufen. Voll auf heiß gestellt. So, jetzt ziehe ich einmal ab. Ist ja fast voll. Müsst ein bisschen aufpassen. Es ist sehr heiß. Es schäumt nicht auf. Es fließt sehr gut ab. Sehr gut sogar. Ich merke gerade, das war jetzt auch bei mir notwendig. So, und jetzt dürftet ihr den Abfluss wirklich frei haben von Fette. Die haben sich jetzt mit Sicherheit alle gelöst dadurch. So, liebe Silke, so würde ich es machen. Hat auf jeden Fall geklappt. Ich hatte auch so ein bisschen Bedenken, dass das Spülmittel nachher irgendwie aufschäumt und die ganze Badewanne beziehungsweise Duschwanne dann voll ist. Hat es nicht getan. Ich hatte sogar ein bisschen den Eindruck, dass so ungefähr nach der Hälfte entweder hat sich ein Sog gebildet, der deutlich besser abfließen lassen hat, oder ist es tatsächlich auch ein gutes Stück weit aus den Rohren rausgeschwemmt worden dadurch. Ja, hat auf jeden Fall funktioniert und ich hoffe, ich habe dir geholfen und vielen anderen auch, und das möchte ich ja auch, und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video. Alles Gute, Leute. Tschüss.